Zeugen Jehovas in Bruchsal und Heilbronn. Sind einige Verblutungswerber Jehovas erwachet? Dicke und dünne, große und kleine, arme und reiche, junge und alte Menschen lassen sich zu manchem überreden. Das, wozu sie sich überreden lassen, übernimmt meist nur vorübergehend die Oberhand in ihrem Leben. Generell verblasst der Betrug, den man nicht abwenden konnte, relativ schnell wieder. Die Wunde verheilt und man erinnert sich später daran, erzählt die Geschichte vielleicht in illustrer Runde, auf Partys, bei alten Freunden zu Besuch und so weiter. Dann kommt am Ende immer die alle Menschen betreffende Frage, wie konnte ich damals nur diese himmelschreiend falsche Entscheidung treffen? Hausaufgabe, nenne einen Grund dafür, warum viele Zeugen Jehovas ihre Religion ihr Leben lang nicht als Betrug erkennen. Ein einzelner Baustein zu dem Fundament der Zeugen Jehovas Irre reicht aus. Versuchen nicht, das Wachturmsystem zu erklären. Gib nur einen oder zwei Gründe dafür an, warum Jehovas Zeugen ausweglos in ihrem Irrtum verharren müssen. Nutze die Kommentarfunktion, um dein Ergebnis bekannt zu geben. In Bruchsal sind Jehovas Zeugen in letzter Zeit erschreckend unsichtbar geworden. Ist das eine Taktik der paradiesischen Wachturmgesellschaft, um weitere Aufklärung in der Fußgängerzone zu verhindern? Oder könnte es sein, dass Jehovas Zeugen in Bruchsal tatsächlich erkannt haben, dass sie eigentlich immer nur für die Serienmordmaschine Jehovas geworben haben? Können Jehovas Zeugen in den Angela Merkel-Modus verfallen und die Probleme einfach ignorieren und aussitzen? Können Jehovas Zeugen auf Dauer ihr Gewissen zugunsten des theokratisch geschulten Gewissens ausschalten, das aufgrund des heiligen Blutes, in dem das Leben steckt, Menschenleben vernichtet? Hausaufgabe, frage jeden Zeugen Jehovas, warum das Blut, in dem das Leben steckt, für ihn Grund genug ist, um das Leben durch den Wachturmverblutungstod zu vernichten. Heilbronn auch fast ohne Zeugen Jehovas. Auch in Heilbronn ist die Flut der Verblutungstodwerber stark zurückgegangen. Während die Deutsche Bundesbahn noch immer diesen Menschen ein geschütztes Forum bietet, noch mehr Todeskandidaten anzuwerben, schrecken die armen Zeugen Jehovas vor Fußgängerzonen zurück, von denen sie wissen, dass dort jemand gefährliche Schilder hochhalten könnte. Wenigstens ein Wachturmpaar hat sich aber dann doch in die Fußgängerzone Heilbronn verlaufen und musste kilometerweit als überführte Verführer zur Irrlehre vor mir hergehen. Der Mann drehte sich irgendwann um und sagte mir, ich solle doch erstmal besser recherchieren. Darauf sagte ich ihm, Jehovas Zeugen trinken kein Menschenblut. Wozu brauchen sie dann ein Kannibalismusgesetz, das die Bibel gar nicht kennt? Nur um Menschen töten zu können. Danach begann die Wanderung aus der Fußgängerzone hinaus über die Neckarbrücke, dann am Neckar entlang und hinein in die Betonwüste irgendwelcher anonymen Hochhäuser. Was sind das für Menschen, die sich sicher sind, die Wahrheit zu besitzen, aber vor einfachen Aussagen ausweichen und dabei versuchen, jedes Aufsehen zu vermeiden? Sind sie nicht wie katholische Priester, die von der Oblate behaupten, sie sei nach dem Budenzauber tatsächlich der Leib Christi? Hausaufgabe, gehe mit den Schildern Jehovas Zeugen lassen verbluten und Internetsuche, Jehova Serienmord zu Zeugen Jehovas und halte sie ihnen so vor, dass alle, auch die Passanten, diese Schilder lesen können. Nachdem ich von der Expedition in die Randgebiete von Heilbronn zurückgekehrt war, fuhr ich mit dem Klapprad noch ein paar Male die Heilbronner Fußgängerzone hinauf und hinunter. Keine Zeugen Jehovas waren mehr da, denen ich so gern hätte helfen wollen. Erst auf der Heimfahrt sah ich direkt an einem großen Marktplatz einen Wachturmrollwagen mit einer Türkin oder einer Spanierin vorne dran. Leider konnte ich dort nicht anhalten und die Serienmordwerber Jehovas waren augenscheinlich auch schon auf dem Weg in den Königreichssaal, um dort das rollende Verblutungsheil zu deponieren. Einerseits bäumt sich das Jehova-Böse auf wie letztens in Wiesloch, andererseits dünnen sich die Reihen der Serienmordwerber Jehovas aus. Hausaufgabe, gehe in den nächsten Königreichssaal, frage die Zeugen Jehovas und berichte mir, wie der Schwund ihrer Serienmordwerbung intern begründet und eingeschätzt wird. Wer seine Hausaufgaben nicht macht, kriegt von mir auch eine Eins. Und das, obwohl ich kein Humanist bin, der alles toleriert, zum Beispiel auch religiösen Serienmord.